Hallöchen zur nächsten Map-Vorstellung. Heute haben wir Groß Mordorf hier am Start in der Version 1.0. Die Map hat eine Größe von 172 MB und ist auch im Giants Mod Hub verfügbar. Ist auch für die ganzen Konsolen verfügbar. Somit können die Konsolen auch wieder was Neues zum Spielen. So, die Map, wie gesagt, Version 1.0, sieht so aus. Na, recht einfach gestrickt, das Ganze. Relativ große Felder. Ich würde hier nur große Maschinen zum Einsatz bringen. Ihr könnt euch auch die Felder teilen, wenn ihr das wollt. Aber ja, ein paar kleine Felder habt ihr da unten, aber das sind ja auch die einzigen so hier. Da sind noch ein paar, aber naja, das war es euch aber auch schon wieder. Fangen wir mal hier unten an. Wir haben hier Verkaufsstelle Bioheizkraftwerk. Wir haben hier die Produktion Zuckerfabrik, Getreidemühle. Wir haben hier Viehhandel. Wir haben hier nochmal den Viehhandel, wir haben hier Gesteinsbrecher, wir haben hier den Silo-Verkauf, wir haben den Bauernmarkt, wir haben hier Molkerei am Start, wir haben hier Verkaufsstelle Restaurant, den Hof, der steckt hier drin, dann haben wir hier die Kalkstation, der mittlere Treibstofftank, plus der Düngekauf, plus der Fahrzeughändler, plus der Saatgutkauf, Pflanzenschutzmittel bekommt ihr hier, Flüssigdünger bekommt ihr hier und die Produktion Bäckerei haben wir hier. Hier oben geht es weiter mit der Produktion Schreinerei. Dann haben wir hier die Ölmühle, die Verkaufsstelle Farmers Market. Hier oben die Biogasanlage, hier unten das Sägewerk, das Nummelsägelwerk und hier oben steckt dann noch die Spinnerei. So, das war's auch schon. Was kosten die Felder so? Ihr seht unten die Preise, ich denke, das sind gute Preise. Ich habe das schon mal anders gesehen, ne? Da habt ihr kleine Sachen, wo ihr auch kaufen könnt. Den Wald zum Beispiel hier. Hier unten noch den Wald könnt ihr kaufen. Hier die kleinen Fältchen. Na, also, ja. Gut, das wäre schon mal das. Dann haben wir hier einen Kuhstall ist vorbei. Eine Pferdewerte kommen wir nachher dazu. Kuhstall, na, funktioniert so. Ganz normal mit allem. Verträge gibt es hier auf der Map auch. Verkaufspreise, ich blätter mal wieder die Sachen da oben durch. Mit der Set, was das hier so alles bringt, die Sachen. Karte hat keine Multifrucht, ganz normale Früchte am Start. Ja, Fuhrpark. Folgende Maschinen haben wir uns zur Verfügung gestellt, kriegt hier. Wir haben hier einen Steier, wir haben hier ein Glas, wir haben hier einen Drescher, ein Auto, zwei Anhänger, ein Schneidewerk, ein Pflug, Scheibenegge. Dann haben wir hier eine Kreiselecke, Tiefenlockerer, Saattechnik, Einzelkorntechnik, eine Spritze, ein Düngestreuer, eine Mähtechnik, ein Wender, ein Ladewagen, eine Tierhaltung, also sprich Flüssigkeiten, Frontlader, Frontladerwerkzeuge, Transportwagen für Schneidewerk und hier unten haben wir noch zwei Gewichte am Start. So, gut. So, also hier sind wir jetzt auf dem Hof. Ne? Da habt ihr schon mal einen Kuhstall. Die Kuhweide wurde ein bisschen umgebaut hier. Sieht ein bisschen anders aus. Es ist der Kuhstall mit Fütterungsroboter hier drin. Ne? Ganz normal könnt ihr dann hier reinschmeißen und gut ist. Es passt hier in den Stall. Wenn ihr das auch noch wisst. Momentchen. Hier drüben war es, glaube ich. Passen 80 Kühe rein. Und ja, Güllebecken da hinten. Da hinten habt ihr noch ein Silo. Die Möglichkeit, hier noch was hinzustellen, habt ihr natürlich auch. Logischerweise. Ne? Also von dem her. Ja. Unterste Möglichkeiten habt ihr hier auch noch einiges an Hallen und so. Dürfte eigentlich kein Problem sein, da die Maschinen unterzukriegen. Da stehen auch schon einige drin. Hier stehen noch Maschinen, hier ist noch der Kalkstreuer verbaut. Na, also von dem her viel Fläche. Zwei Silos hier. Dann habt ihr hier den, komischerweise den Fahrzeughändler hier. Entweder fällt hier noch ein Gebäude, denn es steht nicht drin, dass man irgendwas braucht, noch an Gerätschaften, an Gebäuden. Noch mal eine Halle, wo was unterstellen könnt, ne, flächemäßig
habe da auch genügend hier die Kaufpunkte für zum Beispiel hier Saatgut und ja, gut, dann schauen wir mal ein Stückchen weiter. Ich würde sagen, wir gehen mal da rüber. Na, wie gesagt, Kuhstall zur Linken hier. Hier haben wir dann zur Rechten noch die kleine Ortschaft. Gucken wir uns auch mal genauer gleich an. Hier drüben geht es weiter. Ziemlich ländlich das Ganze hier. Da hinten ist das Bioheizkraftwerk, das heißt Verkaufsstelle. Hier noch teilweise verlassene Häuser. Ja. Und halt die riesen, die relativ großen Felder hier. Also hier noch, der ist jetzt noch weniger, aber das da drüben, da habt ihr halt einiges an Fläche. Ja. Von dem her, ja. So, wir wandern jetzt mal kurz hier rüber. Und hier haben wir auch schon die Pferdeweide. Die fängt hier unten an und erstreckt sich bis darüber. Man muss hier erst ein bisschen suchen, aber ich habe sie dann auch gefunden hier. Hier könnt ihr dann eure Tiere auch kaufen. Hier unten sind praktisch die Symbole versteckt. Und ja, die haben auf jeden Fall eine Riesenfläche hier. Passen aber bloß 15 Stück drauf. Ne? Also von dem her, ja. Liegt aber wohl an der Giants Engine, würde ich mal behaupten, vorsichtig. Ne? So. Hier noch die kleine Ortschaft. Teilweise auch Verkaufsstellen hier drin. Viehhändler haben wir hier. So. Hier hinten, wir gehen mal ein bisschen schneller rüber. Haben wir dann noch ein paar Verkaufsstellen hier. Na, also ziemlich ländlich gehalten, die ganze Sache hier. Na. Also von dem her, ja. Ihr habt da auch noch Platz, irgendwas hinzustellen. Da gibt es gar keine Probleme geben eigentlich. Ja. Ich sag Tierhändler hier. Ja. Hinten ist nichts mehr. Gesteinsbrecher haben wir hier. Und halt hier die riesen Felder hier. Na, hier die komplette Fläche da bis dahinter. Ein Feld. Dann haben wir hier noch die zwei Verkaufsstellen hier. Bisschen die Produktion. Na. Hier noch ein bisschen Wald noch. Und halt natürlich alles schön eben hier. Ja. So. Da ist die kleine Stadt hier, mit einer Kirche hier. Brauche jetzt glaube ich auch gar nichts viel dazu sagen. Ich meine, man sieht es ja selber. So, wir gehen mal kurz hier rüber. Schwenken hier mal rüber. Haben hier nur eine Produktion oder Verkaufsstellen. Hier noch so Dekorationsgebäude. Ja. Hier ist nichts mehr. Da ist die Map-Grenze hier erreicht. Hier. Hier drüben. Schreinerei wahrscheinlich, beziehungsweise Sägewerk. Hier die BGA mit drei Silos, die hier, ihr seht jetzt auch, leicht erhöht sind. Genau. Jo. Hier drüben. Die Ortschaft hier. Hier haben wir noch die Bäckerei verbaut. Und hier noch eine Untersteinstellmöglichkeit. Da hinten ist nichts mehr, glaube ich. Wir können mal kurz mal hinterher gucken. Doch, da ist eine Verkaufsstelle hier. Ne? Aber das war es auch schon da hinten. Hier haben wir den Hof wieder. Den Kühen. Und so sind wir eigentlich schon überall rumgekommen hier. Hier könnt ihr noch Sachen einkaufen hier. Wurde auch einfach gelöst. Das Ganze. Ja. Sonst kann man nicht arg viel mehr sagen. Ja. Fehlerfrei ist sie. Ne? Und da würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn ja, Däumchen, Abo nicht vergessen. Link zum Download wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder hoffentlich in dem nächsten
Video hier auf dem Kanal. Macht's gut, bis demnächst und ciao.